Colonel Nanda, lang lebe Indien. Lang lebe Indien. Richard Parker vom MI6. Sie haben ein Geschenk für mein Land? Das haben wir. Folgen Sie mir. Wo haben Sie ihn verhaftet? Am Flughafen Heathrow. Er reiste mit falschen Papieren. Omar Zafar. Indiens meistgesuchter Verbrecher. Wir verfolgen ihn schon seit Jahren. Was wollte Omar in London? Angeblich wollte er sich eine Insel kaufen, die vor der russischen Küste liegt. Im Terrorismusgeschäft gibt es wohl keine Finanzkrise. Hallo? Viren? Ja, Mutter? Bist du gut angekommen? Ich rufe dich später zurück, einverstanden? Geht es dir gut? Ja, ja. Alles in Ordnung. Trägst du den Pullover? Ja, aber natürlich trage ich ihn. Von wegen. Woher willst du das denn wissen? Weil ich euch beide sehr gut kenne. MLJ meinte das... Ich melde mich später. Bis dann. Ah. Willkommen, Colonel Nanda. Sie haben sich so sehr bemüht, mich zu finden. Ich würde ja gern vor Ihnen salutieren, aber ich kann gerade nicht. Die Pizza wird sonst kalt. Außerdem bin ich etwas erschöpft. Möchten Sie ein Stück? Hm. Iss ruhig auf. Denn deine nächste Pizza wirst du in Delhi im Gefängnis bekommen. Als deine Henkersmahlzeit. Eine große, mit extra viel Käse. Oh. Wachen Sie auf, Colonel. Wir sind hier nämlich nicht in Delhi. Das hier ist London. Verraten Sie mir etwas. Sagen Sie mir, wie viele Gefangene London nach Indien ausgeliefert hat. Na, nicht mal einen. Es wird gerade ein neues Auslieferungsabkommen unterzeichnet. Jeder Gefangene wird innerhalb von 72 Stunden ohne Möglichkeit zum Widerspruch in sein Herkunftsland ausgeliefert. Du wirst dich schon bald vor einem indischen Gericht verantworten. Und vor diesem Gericht wirst du um Gnade flehen, Zafar. Na und? Was dann? Hier. Das Stück ist für den Staatsanwalt. Das ist für den Richter. Und das für die Polizei und die Politiker. Ihr Land ist sehr hungrig, Colonel. Korruption gibt es überall. Und überall gibt es jemanden, der seine Hand aufhält. Und einige eurer, ach so sauberen Politiker, ziehen ihre weiße Weste aus, um nackt für uns zu tanzen, wenn wir es wollen. Und was sind Sie, Colonel? Sind Sie so korrupt wie die? Oder ein braves Hündchen, das Männchen macht und nach ihrer Pfeife tanzt? Hast du einen letzten Wunsch? Eine große Pizza mit extra Käse vielleicht? Denn du hast keine 30 Minuten mehr zu leben. Der Countdown zu deinem Tod hat nämlich gerade begonnen. Wer seinem Land dient, für den beginnt dieser Countdown schon mit seinem allerersten Atemzug. Du hast schon so viele Leben ausgelöscht. Aber sieh mir in die Augen. Du wirst in ihnen weder Furcht noch Trauer finden. Nein, du findest Stolz. In diesen Augen siehst du schon bald, sehr bald deinen eigenen Tod. Wenn du abdrückst, beginnt auch dein Countdown. 10, 9, 8, 0. Hast du noch ein paar letzte Worte für deine Mutter? Hm? Was ist denn? Hallo? Hallo? Warum sagst du?
Es gibt ein neues Auslieferungsabkommen? Ja, das stimmt. Wenn dieses Auslieferungsabkommen in Kraft tritt, ist keiner unserer Männer mehr sicher. Es tritt nicht in Kraft. Es gibt eine offene Wunde, die nie verheilt ist. Und die wird es verhindern. Der Kohinur. Den Kohinur zu stehlen ist aber unmöglich. Nun, dann mach es möglich. Ich will den Kohinur. Und es muss ein Inder sein, der ihn für mich entwendet. Es gibt 1,2 Milliarden Inder. Einer von ihnen wird es schon schaffen, ihn zu stehlen. Finde ihn. Gerade wurde offiziell bestätigt, dass der Kohinoor-Diamant aus dem Londoner Tower gestohlen wurde. Wie konnte es geschehen, dass der Kohinoor-Diamant trotz höchster Sicherheitsvorkehrungen aus dem Tower gestohlen werden konnte? Man spricht von einem möglichen Sicherheitsleck im Tower von London. Der britische Geheimdienst MI6 hat diese Gerüchte umgehend dementiert. Bei einer Inspektion der Kronjuwelen stellte man fest, dass nur der Kohinoor fehlt. Zurzeit werden die Aufzeichnungen von über 500 Überwachungskameras ausgewertet, von denen man ein sich Diamant Informationen mit Geschichte. Zum Tag ergangen Sehen Sie nun unseren Bericht zur Vergangenheit des Kohinoor. Man nimmt an, dass der Kohinoor in Tamil Nadu entdeckt wurde. Man brachte ihn nach Delhi und dort schmückte er die Krone der Rajputen, der Mogulkaiser, der Afschariden, der Durrani und der Sikhs. Als die Briten über Indien herrschten und Königin Victoria sich zur Kaiserin von Indien erklärte, wurde der einzigartige Kohinoor gegen den Widerstand Indiens nach England gebracht. Wir bitten, die Störung zu entschuldigen. Ein noch nicht identifizierter Mann ist in den Tower von London eingedrungen. Fragt man sich überall, wie das möglich ist. Es gibt keine Fingerabdrücke oder Aufnahmen. Man muss wohl von einem Meisterdieb sprechen. Man wird den Dieb in Indien als Helden feiern. Wer ist dieser Mann? Der unsichtbare Dieb, der Kohinoor-Räuber. Dies sind einige der Namen, die bereits kursieren. Wer ist er? Der Mann hinter dem größten Raub aller Zeiten. Wer dieses Räuber- und Gendarmspiel gewinnt, ist noch völlig unklar. Doch wir können mit Sicherheit sagen, dass die ganze Welt darauf brennt, das Gesicht des Mannes zu sehen, dem es gelungen ist, den Kohinoor zu stehlen. Wer ist er? Wo ist er? Wird man ihn fassen? Es gibt noch keine Antworten, aber die Fahndung läuft. Halin! Oh, duschst du gerade? Könntest du bitte rausgehen, Oma? Sei still! Ich bitte dich, Oma, geh raus. Still! Ich habe dich von klein auf nackt gesehen, dich gebadet und dir die Windeln gewechselt. Ich bin aber kein Kind mehr, also geh bitte raus. Das glaubst du vielleicht. Und vergiss nicht, dir die Ohren zu waschen. Ist gut jetzt. Hast du das vom Diamanten gehört? Der Kohinoor wurde gestohlen. Gibst du mir bitte mein Handtuch? Oh, das ist so romantisch. Wo findet man heute noch einen Juwelendieb? Ashok Kumar, Dev Anand. So einen Mann würde ich gern einmal kennenlernen. Einen, der nicht nur Juwelen, sondern auch Herzen stillen kann. Und dann ist er mit meinen Träumen geflohen. Oma, dann setz dich auch bitte in sein Bad. Und jetzt gib mir mein Handtuch. Der Kohinoor gehört dem indischen Volk. Und wer uns dieses Juwel zurückbringt, den soll man mit einem Orden auszeichnen. Dem Bharat Ratna, dem Juwel Indiens. Wer immer ihn gestohlen hat, der möge ewig leben. Ach, Oma, du bist total verrückt. Ich wünschte, du kämst mehr nach mir. Du bist nämlich total langweilig. Immer bleibst du nur für dich. Alle anderen Mädchen haben längst einen Freund. Naja, ich habe einfach noch nicht den richtigen gefunden, okay? Du bist viel zu wählerisch, mein Kind. In deinem Alter hatte ich schon 30 oder 40 Liebschaften. Man darf nicht immer so auf die Qualität achten. Ich habe einfach keine Lust auf irgendwelche Geschichten. Was weißt du von der Liebe, mein Kind? Liebe ist, wenn die Zeit und die Wachleute stillstehen. Alles in Zeitlupe abläuft und jemand den Kohinoor stiehlt, den du in deiner Brust trägst. Guten Morgen. Wer hat ihn? Sie haben überall erzählt, dass auf den Kohinoor... Als Sie überall erzählt haben, dass es eine Belohnung gibt, da hat sich nur ein einziger Mann gemeldet. Und über wen? Shoaib. Er sagte, Said hätte ihn geschickt. Wasim kennt ihn auch. Und er hat schon für Saklan gearbeitet. Ist er Inder? Wer sonst sollte eine solche Heldentat vollbringen? Wirst du jetzt patriotisch? Entschuldige, Hamid. Er nimmt Kontakt auf, sobald er wieder in Indien ist. Wie viel? $5 Millionen.
Na gut. Etwa ein Cash? Natürlich. Nimm einen Lastwagen. Geh klar. Du Vollidiot. Eröffne ein Nummernkonto auf Mauritius. Überweis das Geld, wenn du den Stein hast. Nein, du bist jetzt still. Geh zur Bank und regel das. Guten Tag, Ma'am. Danke, Harleen. Kein Problem. Hey, Harleen. Danke für den Kaffee. Gern geschehen. Hallo, Bank of Shimla? Ja, ich verbinde. Hallo. Bank of Shimla? Verzeihung. Was kann ich für Sie tun? Ich suche das Büro des stellvertretenden Direktors. Das dritte Büro rechts den Gang runter. Aber er hat gekündigt, in dem Büro ist niemand. Ab jetzt schon. Ach ja? Nämlich ich, Karan Saxena. Die Bank of Shimla hat ihren jüngsten stellvertretenden Direktor. Die Bank gehört ja auch meinem Onkel. Oh, verzeihen Sie, Sir. Kein Problem. Und Sie sind? Harleen Sani. Oh, verheiratet? Nein. Liiert? Nein. Das wäre auch völlig unerheblich. Kommen Sie in mein Büro, wir diskutieren die Finanzstrategie. Strategie? Aber ich bin nur die Empfangsdame. Oh, wollen Sie das ewig machen? Zur Finanzstrategie gehört auch, die richtigen Leute zu kennen. Verstehen Sie, Schätzchen? Sagen Sie mir, wenn Sie sich verbessern wollen. Alles klar? Schon wieder allein mit einem Eis zu Hause? Während all deine Freundinnen mit dem Mann ihrer Träume zum Candlelight-Dinner verabredet sind? Aber keine Sorge, denn auch dein Leben wird sich schon sehr bald ändern. Mit truelove.com. Mithilfe unserer Website wartet auf dich ein aufregendes und romantisches neues Leben. Worauf wartest du noch? Einfach anmelden auf truelove.com. Denn sonst bleibt dein Leben vielleicht so kalt wie dieser Becher Eiscreme, den du gerade einsam auf deinem Bett löffelst. Freunde, nach 30 Berufsjahren geht Mrs. Charmin Kapadia heute in den verdienten Ruhestand. Miss. Hä? Miss Kapadia. Wer ist das? Das bin ich. Wie, Sie sind nicht verheiratet? Wow. Wann hätte sie auch jemanden heiraten sollen? Die Frau hat doch ihr ganzes Leben in der Bank verbracht. Nicht einen Tag freigenommen in all den Jahren. Weder einen Tag zu spät gekommen, noch einen Tag früher gegangen. Immer allein geblieben. Und das wird sie wohl auch für den Rest ihres Lebens bleiben. Willkommen bei True Love. Wir suchen nach Ihrem perfekten Partner. Treffer. Ihr Volltreffer. Vicky Kapoor. Wollen Sie ein Date? Harleen, wo steckst du denn? Hier, was ist denn? Komm schnell her. Die Auswertung über... Was ist los, Oma? Der Juwelendieb, das ist er. Sind wir hier richtig? Wenn in dem Koffer das ist, was ich denke, dann bin ich der Mann, den du suchst. Hier ist Abdul mit ihrer Bestellung. Viermal Lamm, zweimal Sikh Kebab, zweimal Halim. Viermal Naan und das Beste für nie. Wolltest du das essen? Hey Abdul, du bedienst schon wieder den falschen Tisch. Das ist die Bestellung für Tisch Nummer 7. Irren ist menschlich, oder nicht? Verzeihung. Kalinanda, lang lebe Indien. Lang lebe Indien. Richard Parker vom MI6. Sie haben ein Geschenk für mein Land? Das haben wir. Folgen Sie mir.
Wo haben Sie ihn verhaftet? Am Flughafen Heathrow. Er reiste mit falschen Papieren. Omar Zafar. Indiens meistgesuchter Verbrecher. Wir verfolgen ihn schon seit Jahren. Was wollte Omar in London? Angeblich wollte er sich eine Insel kaufen, die vor der russischen Küste liegt. Im Terrorismusgeschäft gibt es wohl keine Finanzkrise. Hallo? Viren? Ja, Mutter? Bist du gut angekommen? Ich rufe dich später zurück, einverstanden? Geht es dir gut? Ja, ja, alles in Ordnung. Trägst du den Pullover? Ja, aber natürlich trage ich ihn. Von wegen. Woher willst du das denn wissen? Weil ich euch beide sehr gut kenne. MLJ meinte das... Ich melde mich später. Bis dann. Ah. Willkommen, Colonel Nanda. Sie haben sich so sehr bemüht, mich zu finden. Ich würde ja gern vor Ihnen salutieren, aber ich kann gerade nicht. Die Pizza wird sonst kalt. Außerdem bin ich etwas erschöpft. Möchten Sie ein Stück? Hm. Iss ruhig auf. Denn deine nächste Pizza wirst du in Delhi im Gefängnis bekommen. Als deine Henkersmahlzeit. Eine große, mit extra viel Käse. Oh. Wachen Sie auf, Colonel. Wir sind hier nämlich nicht in Delhi. Das hier ist London. Verraten Sie mir etwas. Sagen Sie mir, wie viele Gefangene London nach Indien ausgeliefert hat. Na, nicht mal einen. Es wird gerade ein neues Auslieferungsabkommen unterzeichnet. Jeder Gefangene wird innerhalb von 72 Stunden ohne Möglichkeit zum Widerspruch in sein Herkunftsland ausgeliefert. Du wirst dich schon bald vor einem indischen Gericht verantworten. Und vor diesem Gericht wirst du um Gnade flehen, Zafar. Na und? Was dann? Hier. Das Stück ist für den Staatsanwalt. Das ist für den Richter. Und das für die Polizei und die Politiker. Ihr Land ist sehr hungrig, Colonel. Korruption gibt es überall. Und überall gibt es jemanden, der seine Hand aufhält. Und einige eurer, ach so sauberen Politiker, ziehen ihre weiße Weste aus, um nackt für uns zu tanzen, wenn wir es wollen. Und was sind Sie, Colonel? Sind Sie so korrupt wie die? Oder ein braves Hündchen, das Männchen macht und nach ihrer Pfeife tanzt? Zutritt, Gewehr. Hast du einen letzten Wunsch? Eine große Pizza mit extra Käse vielleicht? Denn du hast keine 30 Minuten mehr zu leben. Der Countdown zu deinem Tod hat nämlich gerade begonnen. Wer seinem Land dient, für den beginnt dieser Countdown schon mit seinem allerersten Atemzug. Du hast schon so viele Leben ausgelöscht. Aber sieh mir in die Augen. Du wirst in ihnen weder Furcht noch Trauer finden. Nein, du findest Stolz. In diesen Augen siehst du schon bald, sehr bald deinen eigenen Tod. Wenn du abdrückst, beginnt auch dein Countdown. 10, 9, 8, 0. Hast du noch ein paar letzte Worte für deine Mutter? Hallo, ich wollte dir noch sagen. Viren? Viren? Was ist los? Geht es dir gut? Viren, was ist? Viren? Viren? Ich höre dich nicht, mein Junge. Was ist denn? Hallo? Warum sagst du nichts? Viren, bitte sag doch was!
Es gibt ein neues Auslieferungsabkommen. Ja, das stimmt. Wenn dieses Auslieferungsabkommen in Kraft tritt, ist keiner unserer Männer mehr sicher. Es tritt nicht in Kraft. Es gibt eine offene Wunde, die nie verheilt ist. Und die wird es verhindern. Der Kohinur. Den Kohinur zu stehlen ist aber unmöglich. Nun, dann mach es möglich. Ich will den Kohinur. Und es muss ein Inder sein, der ihn für mich entwendet. Es gibt 1,2 Milliarden Inder. Einer von ihnen wird es schon schaffen, ihn zu stehlen. Finde ihn. Gerade wurde offiziell bestätigt, dass der Kohinoor-Diamant aus dem Londoner Tower gestohlen wurde. Wie konnte es geschehen, dass der Kohinoor-Diamant trotz höchster Sicherheitsvorkehrungen aus dem Tower gestohlen werden konnte? Man spricht von einem möglichen Sicherheitsleck im Tower von London. Der britische Geheimdienst MI6 hat diese Gerüchte umgehend dementiert. Bei einer Inspektion der Kronjuwelen stellte man fest, dass nur der Kohinoor fehlt. Zurzeit werden die Aufzeichnungen von über 500 Überwachungskameras ausgewertet, von denen man ein sich Diamant Informationen mit Geschichte. Zum Tag ergangen Sehen Sie nun unseren Bericht zur Vergangenheit des Kohinoor. Man nimmt an, dass der Kohinoor in Tamil Nadu entdeckt wurde. Man brachte ihn nach Delhi und dort schmückte er die Kronen der Rajputen, der Mogulkaiser, der Afschariden, der Durrani und der Sikhs. Als die Briten über Indien herrschten und Königin Victoria sich zur Kaiserin von Indien erklärte, wurde der einzigartige Kohinoor gegen den Widerstand Indiens nach England gebracht. Wir bitten, die Störung zu entschuldigen. Ein noch nicht identifizierter Mann ist in den Tower von London eingedrungen. Fragt man sich überall, wie das möglich ist. Es gibt keine Fingerabdrücke oder Aufnahmen. Man muss wohl von einem Meisterdieb sprechen. Man wird den Dieb in Indien als Helden feiern. Wer ist dieser Mann? Der unsichtbare Dieb, der Kohinoor-Räuber. Dies sind einige der Namen, die bereits kursieren. Wer ist er? Der Mann hinter dem größten Raub aller Zeiten. Wer dieses Räuber- und Gendarmspiel gewinnt, ist noch völlig unklar. Doch wir können mit Sicherheit sagen, dass die ganze Welt darauf brennt, das Gesicht des Mannes zu sehen, dem es gelungen ist, den Kohinoor zu stehlen. Wer ist er? Wo ist er? Wird man ihn fassen? Es gibt noch keine Antworten, aber die Fahndung läuft. Halin! Oh, duschst du gerade? Könntest du bitte rausgehen, Oma? Sei still! Ich bitte dich, Oma, geh raus. Still! Ich habe dich von klein auf nackt gesehen, dich gebadet und dir die Windeln gewechselt. Ich bin aber kein Kind mehr, also geh bitte raus. Das glaubst du vielleicht. Und vergiss nicht, dir die Ohren zu waschen. Ist gut jetzt. Hast du das vom Diamanten gehört? Der Kohinoor wurde gestohlen. Gibst du mir bitte mein Handtuch? Oh, das ist so romantisch. Wo findet man heute noch einen Juwelendieb? Ashok Kumar, Dev Anand. So einen Mann würde ich gerne einmal kennenlernen. Einen, der nicht nur Juwelen, sondern auch Herzen stillen kann. Und dann ist er mit meinen Träumen geflohen. Oma, dann setz dich auch bitte in sein Bad. Und jetzt gib mir mein Handtuch. Der Kohinoor gehört dem indischen Volk. Und wer uns dieses Juwel zurückbringt, den soll man mit einem Orden auszeichnen. Dem Bharat Ratna, dem Juwel Indiens. Wer immer ihn gestohlen hat, der möge ewig leben. Ach, Oma, du bist total verrückt. Ich wünschte, du kämst mehr nach mir. Du bist nämlich total langweilig. Immer bleibst du nur für dich. Alle anderen Mädchen haben längst einen Freund. Naja, ich habe einfach noch nicht den richtigen gefunden, okay? Du bist viel zu wählerisch, mein Kind. In deinem Alter hatte ich schon 30 oder 40 Liebschaften. Man darf nicht immer so auf die Qualität achten. Ich habe einfach keine Lust auf irgendwelche Geschichten. Was weißt du von der Liebe, mein Kind? Liebe ist, wenn die Zeit und die Wachleute stillstehen. Alles in Zeitlupe abläuft und jemand den Kohinoor stiehlt, den du in deiner Brust trägst. Guten Morgen. Wer hat ihn? Sie haben überall erzählt, dass auf dem Kohinoor... Als Sie überall erzählt haben, dass es eine Belohnung gibt, da hat sich nur ein einziger Mann gemeldet. Und über wen? Shoaib. Er sagte, Said hätte ihn geschickt. Wasim kennt ihn auch. Und er hat schon für Saklan gearbeitet. Ist er Inder? Wer sonst sollte eine solche Heldentat vollbringen? Wirst du jetzt patriotisch? Entschuldige, Hamid. Er nimmt Kontakt auf, sobald er wieder in Indien ist. Wie viel? $5 Millionen. Na gut.
Etwa ein Cash? Natürlich. Nimm einen Lastwagen. Geht klar. Du Vollidiot. Eröffne ein Nummernkonto auf Mauritius. Überweis das Geld, wenn du den Stein hast. Nein, du bist jetzt still. Geh zur Bank und regel das. Guten Tag, Ma'am. Danke, Harleen. Kein Problem. Hey, Harleen. Danke für den Kaffee. Gern geschehen. Hallo, Bank of Shimla? Ja, ich verbinde. Hallo. Bank of Shimla? Verzeihung. Was kann ich für Sie tun? Ich suche das Büro des stellvertretenden Direktors. Das dritte Büro rechts den Gang runter. Aber er hat gekündigt, in dem Büro ist niemand. Ab jetzt schon. Ach ja? Nämlich ich, Karan Saxena. Die Bank of Shimla hat ihren jüngsten stellvertretenden Direktor. Die Bank gehört ja auch meinem Onkel. Oh, verzeihen Sie, Sir. Kein Problem. Und Sie sind? Harleen Sani. Oh, verheiratet? Nein. Liiert? Nein. Das wäre auch völlig unerheblich. Kommen Sie in mein Büro, wir diskutieren die Finanzstrategie. Strategie? Aber ich bin nur die Empfangsdame. Oh, wollen Sie das ewig machen? Zur Finanzstrategie gehört auch, die richtigen Leute zu kennen. Verstehen Sie, Schätzchen? Sagen Sie mir, wenn Sie sich verbessern wollen. Alles klar? Schon wieder allein mit einem Eis zu Hause? Während all deine Freundinnen mit dem Mann ihrer Träume zum Candlelight-Dinner verabredet sind? Aber keine Sorge, denn auch dein Leben wird sich schon sehr bald ändern. Mit truelove.com. Mithilfe unserer Website wartet auf dich ein aufregendes und romantisches neues Leben. Worauf wartest du noch? Einfach anmelden auf truelove.com. Denn sonst bleibt dein Leben vielleicht so kalt wie dieser Becher Eiscreme, den du gerade einsam auf deinem Bett löffelst. Freunde, nach 30 Berufsjahren geht Mrs. Charmin Kapadia heute in den verdienten Ruhestand. Miss. Hä? Miss Kapadia. Wer ist das? Das bin ich. Wie, Sie sind nicht verheiratet? Wow! Wann hätte sie auch jemanden heiraten sollen? Die Frau hat doch ihr ganzes Leben in der Bank verbracht. Nicht einen Tag freigenommen in all den Jahren. Weder einen Tag zu spät gekommen, noch einen Tag früher gegangen. Immer allein geblieben. Und das wird sie wohl auch für den Rest ihres Lebens bleiben. Willkommen bei True Love. Wir suchen nach Ihrem perfekten Partner. Treffer. Ihr Volltreffer. Vicky Kapoor. Wollen Sie ein Date? Harleen, wo steckst du denn? Hier, was ist denn? Komm schnell her. Die Auswertung. Was ist los, Oma? Der Juwelendieb, das ist er. Sind wir hier richtig? Wenn in dem Koffer das ist, was ich denke, dann bin ich der Mann, den du suchst. Hier ist Abdul mit ihrer Bestellung. Viermal Lamm, zweimal Sikh-Kebab, zweimal Halim. Viermal Naan und das Beste für nie. Wolltest du das essen? Hey, Abdul, du bedienst schon wieder den falschen Tisch. Das ist die Bestellung für Tisch Nummer 7. Irren ist menschlich, oder nicht? Verzeihung.
Colonel Nanda. Lang lebe Indien. Lang lebe Indien. Richard Parker vom MI6. Sie haben ein Geschenk für mein Land? Das haben wir. Folgen Sie mir. Wo haben Sie ihn verhaftet? Am Flughafen Heathrow. Er reiste mit falschen Papieren. Omar Zafar. Indiens meistgesuchter Verbrecher. Wir verfolgen ihn schon seit Jahren. Was wollte Omar in London? Angeblich wollte er sich eine Insel kaufen, die vor der russischen Küste liegt. Im Terrorismusgeschäft gibt es wohl keine Finanzkrise. Danke, hallo? Virane? Ja, Mutter? Bist du gut angekommen? Ich rufe dich später zurück, einverstanden? Geht es dir gut? Ja, ja. Alles in Ordnung. Trägst du den Pullover? Ja, aber natürlich trage ich ihn. Von wegen. Woher willst du das denn wissen? Weil ich euch beide sehr gut kenne. Jay meinte, dass... Ich melde mich später. Bis dann. Oh. Willkommen, Colonel Nanda. Sie haben sich so sehr bemüht, mich zu finden. Ich würde ja gern vor Ihnen salutieren, aber ich kann gerade nicht. Die Pizza wird sonst kalt. Außerdem bin ich etwas erschöpft. Möchten Sie ein Stück? Hm. Iss ruhig auf. Denn deine nächste Pizza wirst du in Delhi im Gefängnis bekommen. Als deine Henkersmahlzeit. Eine große, mit extra viel Käse. Oh. Wachen Sie auf, Colonel. Wir sind hier nämlich nicht in Delhi. Das hier ist London. Verraten Sie mir etwas. Sagen Sie mir, wie viele Gefangene London nach Indien ausgeliefert hat. Na? Nicht mal einen. Es wird gerade ein neues Auslieferungsabkommen unterzeichnet. Jeder Gefangene wird innerhalb von 72 Stunden ohne Möglichkeit zum Widerspruch in sein Herkunftsland ausgeliefert. Du wirst dich schon bald vor einem indischen Gericht verantworten. Und vor diesem Gericht wirst du um Gnade flehen, Zafar. Na und? Was dann? Hier. Das Stück ist für den Staatsanwalt. Das ist für den Richter. Und das für die Polizei und die Politiker. Ihr Land ist sehr hungrig, Colonel. Korruption gibt es überall. Und überall gibt es jemanden, der seine Hand aufhält. Und einige eurer, ach so sauberen Politiker, ziehen ihre weiße Weste aus, um nackt für uns zu tanzen, wenn wir es wollen. Und was sind Sie, Colonel? Sind Sie so korrupt wie die? Oder ein braves Hündchen, das Männchen macht und nach ihrer Pfeife tanzt? Zutritt, Gewehr. Hast du einen letzten Wunsch? Eine große Pizza mit extra Käse vielleicht? Denn du hast keine 30 Minuten mehr zu leben. Der Countdown zu deinem Tod hat nämlich gerade begonnen. Wer seinem Land dient, für den beginnt dieser Countdown schon mit seinem allerersten Atemzug. Du hast schon so viele Leben ausgelöscht. Aber sieh mir in die Augen. Du wirst in ihnen weder Furcht noch Trauer finden. Nein, du findest Stolz. In diesen Augen siehst du schon bald, sehr bald deinen eigenen Tod.
Wenn du abdrückst, beginnt auch dein Countdown. 10, 9, 8, 0. Hast du noch ein paar letzte Worte für deine Mutter? Hallo, ich wollte dir noch sagen. Viren? Viren, was ist los? Geht es dir gut? Viren, was ist? Viren? Was ist denn? Hallo? Hallo? Warum sagst du nichts? Viren! Bitte sag doch was! Sprich mit mir! Bitte sag doch was! Mein Junge! Hallo? Viren? Bist du noch dran? Es gibt ein neues Auslieferungsabkommen. Ja, das stimmt. Wenn dieses Auslieferungsabkommen in Kraft tritt, ist keiner unserer Männer mehr sicher. Es tritt nicht in Kraft. Es gibt eine offene Wunde, die nie verheilt ist. Und die wird es verhindern. Der Kohinur. Den Kohinur zu stehlen ist aber unmöglich. Nun, dann mach es möglich. Ich will den Kohinur. Und es muss ein Inder sein, der ihn für mich entwendet. Es gibt 1,2 Milliarden Inder. Einer von ihnen wird es schon schaffen, ihn zu stehlen. Finde ihn. Gerade wurde offiziell bestätigt, dass der Kohinoor-Diamant aus dem Londoner Tower gestohlen wurde. Wie konnte es geschehen, dass der Kohinoor-Diamant trotz höchster Sicherheitsvorkehrungen aus dem Tower gestohlen werden konnte? Man spricht von einem möglichen Sicherheitsfleck im Tower von London. Der britische Geheimdienst MI6 hat diese Gerüchte umgehend dementiert. Bei einer Inspektion der Kronjuwelen stellte man fest, dass nur der Kohinoor fehlt. Zurzeit werden die Aufzeichnungen von über 500 Überwachungskameras ausgewertet, von denen man Ein sich Diamant Informationen mit Geschichte. Zum Tag der Gange Sehen Sie nun unseren Bericht zur Vergangenheit des Kohinoor. Man nimmt an, dass der Kohinoor in Tamil Nadu entdeckt wurde. Man brachte ihn nach Delhi und dort schmückte er die Kronen der Rajputen, der Mogulkaiser, der Afschariden, der Durrani und der Sikhs. Als die Briten über Indien herrschten und Königin Victoria sich zur Kaiserin von Indien erklärte, wurde der einzigartige Kohinoor gegen den Widerstand Indiens nach England gebracht. Wir bitten, die Störung zu entschuldigen. Ein noch nicht identifizierter Mann ist in den Tower von London eingedrungen. Fragt man sich überall, wie das möglich ist. Es gibt keine Fingerabdrücke oder Aufnahmen. Man muss wohl von einem Meisterdieb sprechen. Man wird den Dieb in Indien als Helden feiern. Wer ist dieser Mann? Der unsichtbare Dieb, der Kohinoor-Räuber. Dies sind einige der Namen, die bereits kursieren. Wer ist er? Der Mann hinter dem größten Raub aller Zeiten. Wer dieses Räuber- und Gendarmspiel gewinnt, ist noch völlig unklar. Doch wir können mit Sicherheit sagen, dass die ganze Welt darauf brennt, das Gesicht des Mannes zu sehen, dem es gelungen ist, den Kohinoor zu stehlen. Wer ist er? Wo ist er? Wird man ihn fassen? Es gibt noch keine Antworten, aber die Fahndung läuft. Harleen! Oh, duschst du gerade? Könntest du bitte rausgehen, Oma? Sei still! Ich bitte dich, Oma, geh raus. Still! Ich habe dich von klein auf nackt gesehen, dich gebadet und dir die Windeln gewechselt. Ich bin aber kein Kind mehr, also geh bitte raus. Das glaubst du vielleicht. Und vergiss nicht, dir die Ohren zu waschen. Ist gut jetzt.
Hast du das vom Diamanten gehört? Der Koh-i-Noor wurde gestohlen. Gibst du mir bitte mein Handtuch? Oh, das ist so romantisch. Wo findet man heute noch einen Juwelendieb? Ah, Shokumar, Dev Anand. So einen Mann würde ich gern einmal kennenlernen. Einen, der nicht nur Juwelen, sondern auch Herzen stillen kann. Und dann ist er mit meinen Träumen geflohen. Oma, dann setz dich auch bitte in sein Bad. Und jetzt gib mir mein Handtuch. Der Koh-i-Noor gehört dem indischen Volk. Und wer uns dieses Juwel zurückbringt, den soll man mit einem Orden auszeichnen. Dem Bharat Ratna, dem Juwel. Wer immer ihn gestohlen hat, der möge ewig leben. Ach, Oma, du bist total verrückt. Ich wünschte, du kämst mehr nach mir. Du bist nämlich total langweilig. Immer bleibst du nur für dich. Alle anderen Mädchen haben längst einen Freund. Naja, ich hab einfach noch nicht den richtigen gefunden, okay? Du bist viel zu wählerisch, mein Kind. In deinem Alter hatte ich schon 30 oder 40 Liebschaften. Man darf nicht immer so auf die Qualität achten. Ich habe einfach keine Lust auf irgendwelche Geschichten. Was weißt du von der Liebe, mein Kind? Liebe ist, wenn die Zeit und die Wachleute stillstehen. Alles in Zeitlupe abläuft und jemand den Koh-i-Noor stiehlt, den du in deiner Brust trägst. Guten Morgen. Wer hat ihn? Sie haben überall erzählt, dass auf den Koh-i-Noor... Als sie überall erzählt haben, dass es eine Belohnung gibt, da hat sich nur ein einziger Mann gemeldet. Und über wen? Shoaib. Er sagte, Said hätte ihn geschickt. Wasim kennt ihn auch. Und er hat schon für Saklan gearbeitet. Ist er Inder? Wer sonst sollte eine solche Heldentat vollbringen? Wirst du jetzt patriotisch? Entschuldige, Hamid. Er nimmt Kontakt auf, sobald er wieder in Indien ist. Wie viel? $5 Millionen. Na gut. Etwa in Cash? Natürlich. Nimm einen Lastwagen. Geh klar. Du Vollidiot. Eröffne ein Nummernkonto auf Mauritius. Überweis das Geld, wenn du den Stein hast. Nein, du bist jetzt still. Geh zur Bank und regel das. Guten Tag, Mann. Danke, Harleen. Kein Problem. Hey, Harleen. Danke für den Kaffee. Gern geschehen. Hallo, Bank of Shimla? Ja, ich verbinde. Hallo. Bank of Shimla? Verzeihung, was kann ich für Sie tun? Ich suche das Büro des stellvertretenden Direktors. Das dritte Büro rechts den Gang runter. Aber er hat gekündigt, in dem Büro ist niemand. Ab jetzt schon. Ach ja? Nämlich ich, Karan Saxena. Die Bank of Shimla hat ihren jüngsten stellvertretenden Direktor. Die Bank gehört ja auch meinem Onkel. Oh, verzeihen Sie, Sir. Kein Problem. Und Sie sind? Harleen Sani. Oh, verheiratet? Nein. Liiert?
Nein. Das wäre auch völlig unerheblich. Kommen Sie in mein Büro, wir diskutieren die Finanzstrategie. Strategie? Aber ich bin nur die Empfangsdame. Oh, wollen Sie das ewig machen? Zur Finanzstrategie gehört auch, die richtigen Leute zu kennen. Verstehen Sie, Schätzchen? Sagen Sie mir, wenn Sie sich verbessern wollen. Alles klar? Schon wieder allein mit einem Eis zu Hause? Während all deine Freundinnen mit dem Mann ihrer Träume zum Candlelight-Dinner verabredet sind? Aber keine Sorge, denn auch dein Leben wird sich schon sehr bald ändern. Mit TrueLove.com. Mit Hilfe unserer Website wartet auf dich ein aufregendes und romantisches neues Leben. Worauf wartest du noch? Einfach anmelden auf TrueLove.com. Denn sonst bleibt dein Leben vielleicht so kalt wie dieser Becher Eiscreme, den du gerade einsam auf deinem Bett löffelst. Freunde, nach 30 Berufsjahren geht Mrs. Charmin Kapadia heute in den verdienten Ruhestand. Miss. Hä? Miss Kapadia. Wer ist das? Das bin ich. Wie, Sie sind nicht verheiratet? Wow. Wann hätte sie auch jemanden heiraten sollen? Die Frau hat doch ihr ganzes Leben in der Bank verbracht. Nicht einen Tag freigenommen in all den Jahren. Weder einen Tag zu spät gekommen, noch einen Tag früher gegangen. Immer allein geblieben. Und das wird sie wohl auch für den Rest ihres Lebens bleiben. Willkommen bei True Love. Wir suchen nach ihrem perfekten Partner. Ihr Volltreffer. Vicky Kapoor. Wollen Sie ein Date? Harleen, wo steckst du denn? Hier, was ist denn? Komm schnell her. Die Auswertung überwacht. Was ist los, Oma? Der Juwelendieb, das ist er. Sind wir hier richtig? Wenn in dem Koffer das ist, was ich denke, dann bin ich der Mann, den du suchst. Hier ist Abdul mit ihrer Bestellung. 4-mal Lamm, 2-mal Sikh Kebab, 2-mal Halim. 4-mal Naan und das Beste für nie. Wolltest du das essen? Hey, Abdul! Du bedienst schon wieder den falschen Tisch. Das ist die Bestellung für Tisch Nummer 7. Irren ist menschlich, oder nicht? Verzeihung. Colonel Nanda, lang lebe Indien. Lang lebe Indien. Richard Parker vom MI6. Sie haben ein Geschenk für mein Land? Das haben wir. Folgen Sie mir. Wo haben Sie ihn verhaftet? Am Flughafen Heathrow. Er reiste mit falschen Papieren. Omar Zafar. Indiens meistgesuchter Verbrecher. Wir verfolgen ihn schon seit Jahren. Was wollte Omar in London? Angeblich wollte er sich eine Insel kaufen, die vor der russischen Küste liegt. Im Terrorismusgeschäft gibt es wohl keine Finanzkrise. Hallo? Viren? Ja, Mutter? Bist du gut angekommen? Ich rufe dich später zurück, einverstanden? Geht es dir gut? Ja, ja. Alles in Ordnung. Trägst du den Pullover? Ja, aber natürlich trage ich ihn. Von wegen. Woher willst du das denn wissen?
weil ich euch beide sehr gut kenne. Mal Jay meinte, dass... Ich melde mich später. Bis dann. Oh. Willkommen, Colonel Nanda. Sie haben sich so sehr bemüht, mich zu finden. Ich würde ja gern vor Ihnen salutieren, aber ich kann gerade nicht. Die Pizza wird sonst kalt. Außerdem bin ich etwas erschöpft. Möchten Sie ein Stück? Hm. Iss ruhig auf. Denn deine nächste Pizza wirst du in Delhi im Gefängnis bekommen. Als deine Henkersmahlzeit. Eine große, mit extra viel Käse. Oh. Wachen Sie auf, Colonel. Wir sind hier nämlich nicht in Delhi. Das hier ist London. Verraten Sie mir etwas. Sagen Sie mir, wie viele Gefangene London nach Indien ausgeliefert hat. Na? Nicht mal einen. Es wird gerade ein neues Auslieferungsabkommen unterzeichnet. Jeder Gefangene wird innerhalb von 72 Stunden ohne Möglichkeit zum Widerspruch in sein Herkunftsland ausgeliefert. Du wirst dich schon bald vor einem indischen Gericht verantworten. Und vor diesem Gericht wirst du um Gnade flehen, Safa. Na und? Was dann? Hier. Das Stück ist für den Staatsanwalt. Das ist für den Richter. Und das für die Polizei und die Politiker. Ihr Land ist sehr hungrig, Colonel. Korruption gibt es überall. Und überall gibt es jemanden, der seine Hand aufhält. Und einige eurer ach so sauberen Politiker ziehen ihre weiße Weste aus, um nackt für uns zu tanzen, wenn wir es wollen. Und was sind Sie, Colonel? Sind Sie so korrupt wie die? Oder ein braves Hündchen, das Männchen macht und nach ihrer Pfeife tanzt? Hast du einen letzten Wunsch? Eine große Pizza mit extra Käse vielleicht? Denn du hast keine 30 Minuten mehr zu leben. Der Countdown zu deinem Tod hat nämlich gerade begonnen. Wer seinem Land dient, für den beginnt dieser Countdown schon mit seinem allerersten Atemzug. Du hast schon so viele Leben ausgelöscht. Aber sieh mir in die Augen. Du wirst in ihnen weder Furcht noch Trauer finden. Nein, du findest Stolz. In diesen Augen siehst du schon bald, sehr bald deinen eigenen Tod. Wenn du abdrückst, beginnt auch dein Countdown. 10, 9, 8, 0. Hast du noch ein paar letzte Worte für deine Mutter? Hm? Hallo, ich wollte dir noch sagen... Irene?
Es gibt ein neues Auslieferungsabkommen. Ja, das stimmt. Wenn dieses Auslieferungsabkommen in Kraft tritt, ist keiner unserer Männer mehr sicher. Es tritt nicht in Kraft. Es gibt eine offene Wunde, die nie verheilt ist. Und die wird es verhindern. Der Kohinur. Den Kohinur zu stehlen ist aber unmöglich. Nun, dann mach es möglich. Ich will den Kohinur. Und es muss ein Inder sein, der ihn für mich entwendet. Es gibt 1,2 Milliarden Inder. Einer von ihnen wird es schon schaffen, ihn zu stehlen. Finde ihn. Gerade wurde offiziell bestätigt, dass der Kohinoor-Diamant aus dem Londoner Tower gestohlen wurde. Wie konnte es geschehen, dass der Kohinoor-Diamant trotz höchster Sicherheitsvorkehrungen aus dem Tower gestohlen werden konnte? Man spricht von einem möglichen Sicherheitsfleck im Tower von London. Der britische Geheimdienst MI6 hat diese Gerüchte umgehend dementiert. Bei einer Inspektion der Kronjuwelen stellte man fest, dass nur der Kohinoor fehlt. Zurzeit werden die Aufzeichnungen von über 500 Überwachungskameras ausgewertet, von denen man ein sich Diamant Informationen mit Geschichte. Sehen Sie nun unseren Bericht zur Vergangenheit des Kohinoor. Man nimmt an, dass der Kohinoor in Tamil Nadu entdeckt wurde. Man brachte ihn nach Delhi und dort schmückte er die Kronen der Rajputen, der Mogulkaiser, der Afschariden, der Durrani und der Sikhs. Als die Briten über Indien herrschten und Königin Victoria sich zur Kaiserin von Indien erklärte, wurde der einzigartige Kohinoor gegen den Widerstand Indiens nach England gebracht. Wir bitten, die Störung zu entschuldigen. Ein noch nicht identifizierter Mann ist in den Tower von London eingedrungen. Fragt man sich überall, wie das möglich ist. Es gibt keine Fingerabdrücke oder Aufnahmen. Man muss wohl von einem Meisterdieb sprechen. Man wird den Dieb in Indien als Helden feiern. Wer ist dieser Mann? Der unsichtbare Dieb, der Kohinoor-Räuber. Dies sind einige der Namen, die bereits kursieren. Wer ist er? Der Mann hinter dem größten Raub aller Zeiten. Wer dieses Räuber- und Gendarmspiel gewinnt, ist noch völlig unklar. Doch wir können mit Sicherheit sagen, dass die ganze Welt darauf brennt, das Gesicht des Mannes zu sehen, dem es gelungen ist, den Kohinoor zu stehlen. Wer ist er? Wo ist er? Wird man ihn fassen? Es gibt noch keine Antworten, aber die Fahndung läuft. Harleen! Oh, duschst du gerade? Könntest du bitte rausgehen, Oma? Sei still! Ich bitte dich, Oma, geh raus. Still! Ich habe dich von klein auf nackt gesehen, dich gebadet und dir die Windeln gewechselt. Ich bin aber kein Kind mehr, also geh bitte raus. Das glaubst du vielleicht. Und vergiss nicht, dir die Ohren zu waschen. Ist gut jetzt. Hast du das vom Diamanten gehört? Der Kohinoor wurde gestohlen. Gibst du mir bitte mein Handtuch? Oh, das ist so romantisch. Wo findet man heute noch einen Juwelendieb? Ah, Shokumar, Dev Anand. So einen Mann würde ich gern einmal kennenlernen. Einen, der nicht nur Juwelen, sondern auch Herzen stillen kann. Und dann ist er mit meinen Träumen geflohen. Oma, dann setz dich auch bitte in sein Bad. Und jetzt gib mir mein Handtuch. Der Kohinoor gehört dem indischen Volk. Und wer uns dieses Juwel zurückbringt, den soll man mit einem Orden auszeichnen. Dem Bharat Ratna, dem Juwel. Wer immer ihn gestohlen hat, der möge ewig leben. Ach, Oma, du bist total verrückt. Ich wünschte, du kämst mehr nach mir. Du bist nämlich total langweilig. Immer bleibst du nur für dich. Alle anderen Mädchen haben längst einen Freund. Naja, ich hab einfach noch nicht den richtigen gefunden, okay? Du bist viel zu wählerisch, mein Kind. In deinem Alter hatte ich schon 30 oder 40 Liebschaften. Man darf nicht immer so auf die Qualität achten. Ich habe einfach keine Lust auf irgendwelche Geschichten. Was weißt du von der Liebe, mein Kind? Liebe ist, wenn die Zeit und die Wachleute stillstehen.
alles in Zeitlupe abläuft und jemand den Quinur stiehlt, den du in deiner Brust trägst. Guten Morgen. Wer hat ihn? Sie haben überall erzählt, dass auf den Koh-i-Noor... Als sie überall erzählt haben, dass es eine Belohnung gibt, da hat sich nur ein einziger Mann gemeldet. Und über wen? Shoaib. Er sagte, Said hätte ihn geschickt. Wasim kennt ihn auch. Und er hat schon für Saklan gearbeitet. Ist er Inder? Wer sonst sollte eine solche Heldentat vollbringen? Wirst du jetzt patriotisch? Entschuldige, Hamid. Er nimmt Kontakt auf, sobald er wieder in Indien ist. Wie viel? 5 Millionen Dollar. Na gut. Etwa in Cash? Natürlich. Nimm einen Lastwagen. Geh klar. Du Vollidiot. Eröffne ein Nummernkonto auf Mauritius. Überweis das Geld, wenn du den Stein hast. Nein, du bist jetzt still. Geh zur Bank und regel das. Guten Tag, Mann. Danke, Halin. Kein Problem. Hey, Halin. Danke für den Kaffee. Gern geschehen. Hallo, Bank of Shimla? Ja, ich verbinde. Hallo. Bank of Shimla? Verzeihung. Was kann ich für Sie tun? Ich suche das Büro des stellvertretenden Direktors. Das dritte Büro rechts den Gang runter. Aber er hat gekündigt. In dem Büro ist niemand. Ab jetzt schon. Ach ja? Nämlich ich, Karan Saxena. Die Bank of Shimla hat ihren jüngsten stellvertretenden Direktor. Die Bank gehört ja auch meinem Onkel. Oh, verzeihen Sie, Sir. Kein Problem. Und Sie sind? Harleen Sani. Oh, verheiratet? Nein. Liiert? Nein. Das wäre auch völlig unerheblich. Kommen Sie in mein Büro, wir diskutieren die Finanzstrategie. Strategie? Aber ich bin nur die Empfangsdame. Oh, wollen Sie das ewig machen? Zur Finanzstrategie gehört auch, die richtigen Leute zu kennen. Verstehen Sie, Schätzchen? Sagen Sie mir, wenn Sie sich verbessern wollen. Alles klar? Schon wieder allein mit einem Eis zu Hause? Während all deine Freundinnen mit dem Mann ihrer Träume zum Candlelight-Dinner verabredet sind? Aber keine Sorge, denn auch dein Leben wird sich schon sehr bald ändern. Mit TrueLove.com. Mit Hilfe unserer Website wartet auf dich ein aufregendes und romantisches neues Leben. Worauf wartest du noch? Einfach anmelden auf TrueLove.com. Denn sonst bleibt dein Leben vielleicht so kalt wie dieser Becher Eiscreme, den du gerade einsam auf deinem Bett löffelst. Freunde, nach 30 Berufsjahren geht Mrs. Charmin Kapadia heute in den verdienten Ruhestand. Miss. Hä? Miss Kapadia. Wer ist das? Das bin ich.
Wie, Sie sind nicht verheiratet? Wow! Wann hätte sie auch jemanden heiraten sollen? Die Frau hat doch ihr ganzes Leben in der Bank verbracht. Nicht einen Tag freigenommen in all den Jahren. Weder einen Tag zu spät gekommen, noch einen Tag früher gegangen. Immer allein geblieben. Und das wird sie wohl auch für den Rest ihres Lebens bleiben. Willkommen bei True Love. Wir suchen nach ihrem perfekten Partner. Ihr Volltreffer. Vicky Kapoor. Wollen Sie ein Date? Harleen, wo steckst du denn? Hier, was ist denn? Komm schnell her. Die Auswertung überwacht. Was ist los, Oma? Der Juwelendieb, das ist er. Sind wir hier richtig? Wenn in dem Koffer das ist, was ich denke, dann bin ich der Mann, den du suchst. Hier ist Abdul mit ihrer Bestellung. 4-mal Lamm, 2-mal Sikh-Kebab, 2-mal Halim. 4-mal Naan und das Beste für nie. Wolltest du das essen? Hey, Abdul, du bedienst schon wieder den falschen Tisch. Das ist die Bestellung für Tisch Nummer 7. Irren ist menschlich, oder nicht? Verzeihung. Kalinanda, lang lebe Indien. Lang lebe Indien. Richard Parker vom MI6. Sie haben ein Geschenk für mein Land? Das haben wir. Folgen Sie mir. Wo haben Sie ihn verhaftet? Am Flughafen Heathrow. Er reiste mit falschen Papieren. Omar Zafar. Indiens meistgesuchter Verbrecher. Wir verfolgen ihn schon seit Jahren. Was wollte Omar in London? Angeblich wollte er sich eine Insel kaufen, die vor der russischen Küste liegt. Im Terrorismusgeschäft gibt es wohl keine Finanzkrise. Hallo? Virene? Ja, Mutter? Bist du gut angekommen? Ich rufe dich später zurück, einverstanden? Geht es dir gut? Ja, ja. Alles in Ordnung. Trägst du den Pullover? Ja, aber natürlich trage ich ihn. Von wegen. Woher willst du das denn wissen? Weil ich euch beide sehr gut kenne. Malchee meinte das... Ich melde mich später. Bis dann.
Willkommen, Colonel Nanda. Sie haben sich so sehr bemüht, mich zu finden. Ich würde ja gern vor Ihnen salutieren, aber ich kann gerade nicht. Die Pizza wird sonst kalt. Außerdem bin ich etwas erschöpft. Möchten Sie ein Stück? Iss ruhig auf. Denn deine nächste Pizza wirst du in Delhi im Gefängnis bekommen. Als deine Henkersmahlzeit. Eine große mit extra viel Käse. Wachen Sie auf, Colonel. Wir sind hier nämlich nicht in Delhi. Das hier ist London. Verraten Sie mir etwas. Sagen Sie mir, wie viele Gefangene London nach Indien ausgeliefert hat. Na? Nicht mal einen. Es wird gerade ein neues Auslieferungsabkommen unterzeichnet. Jeder Gefangene wird innerhalb von 72 Stunden ohne Möglichkeit zum Widerspruch in sein Herkunftsland ausgeliefert. Du wirst dich schon bald vor einem indischen Gericht verantworten. Und vor diesem Gericht wirst du um Gnade flehen, Safa. Na und? Was dann? Hier. Das Stück ist für den Staatsanwalt. Das ist für den Richter. Und das für die Polizei und die Politiker. Ihr Land ist sehr hungrig, Colonel. Korruption gibt es überall. Und überall gibt es jemanden, der seine Hand aufhält. Und einige eurer, ach so sauberen Politiker, ziehen ihre weiße Weste aus, um nackt für uns zu tanzen, wenn wir es wollen. Und was sind Sie, Colonel? Sind Sie so korrupt wie die? Oder ein braves Hündchen, das Männchen macht und nach ihrer Pfeife tanzt? Hast du einen letzten Wunsch? Eine große Pizza mit extra Käse vielleicht? Denn du hast keine 30 Minuten mehr zu leben. Der Countdown zu deinem Tod hat nämlich gerade begonnen. Wer seinem Land dient, für den beginnt dieser Countdown schon mit seinem allerersten Atemzug. Du hast schon so viele Leben ausgelöscht. Aber sieh mir in die Augen. Du wirst in ihnen weder Furcht noch Trauer finden. Nein, du findest Stolz.
In diesen Augen siehst du schon bald. Sehr bald deinen eigenen Tod. Wenn du abdrückst, beginnt auch dein Countdown. 10, 9, 8, 0. Hast du noch ein paar letzte Worte für deine Mutter? Hallo, ich wollte dir noch sagen. Viren? Viren? Was ist los? Geht es dir gut? Viren, was ist? Gibt ein neues Auslieferungsabkommen? Ja, das stimmt. Wenn dieses Auslieferungsabkommen in Kraft tritt, ist keiner unserer Männer mehr sicher. Es tritt nicht in Kraft. Es gibt eine offene Wunde, die nie verheilt ist. Und die wird es verhindern. Der Kohinur. Den Kohinur zu stehlen ist aber unmöglich. Nun, dann mach es möglich. Ich will den Kohinur. Und es muss ein Inder sein, der ihn für mich entwendet. Es gibt 1,2 Milliarden Inder. Einer von ihnen wird es schon schaffen, ihn zu stehlen. Finde ihn. Gerade wurde offiziell bestätigt, dass der Kohinoor-Diamant aus dem Londoner Tower gestohlen wurde. Wie konnte es geschehen, dass der Kohinoor-Diamant trotz höchster Sicherheitsvorkehrungen aus dem Tower gestohlen werden konnte? Man spricht von einem möglichen Sicherheitsfleck im Tower von London. Der britische Geheimdienst MI6 hat diese Gerüchte umgehend dementiert. Bei einer Inspektion der Kronjuwelen stellte man fest, dass nur der Kohinoor fehlt. Zurzeit werden die Aufzeichnungen von über 500 Überwachungskameras ausgewertet, von denen man ein sich Diamant Informationen mit Geschichte. Zum Tag der Gange erhofft. Sehen Sie nun unseren Bericht zur Vergangenheit des Kohinoor. Man nimmt an, dass der Kohinoor in Tamil Nadu entdeckt wurde. Man brachte ihn nach Delhi und dort schmückte er die Kronen der Rajputen, der Mogulkaiser, der Afschariden, der Durrani und der Sikhs.
Als die Briten über Indien herrschten und Königin Victoria sich zur Kaiserin von Indien erklärte, wurde der einzigartige Koh-i-Noor gegen den Widerstand Indiens nach England gebracht. Wir bitten, die Störung zu entschuldigen. Ein noch nicht identifizierter Mann ist in den Tower von London eingedrungen. Fragt man sich überall, wie das möglich ist. Es gibt keine Fingerabdrücke oder Aufnahmen. Man muss wohl von einem Meisterdieb sprechen. Man wird den Dieb in Indien als Helden feiern. Wer ist dieser Mann? Der unsichtbare Dieb, der Koh-i-Noor-Räuber. Dies sind einige der Namen, die bereits kursieren. Wer ist er? Der Mann hinter dem größten Raub aller Zeiten. Wer dieses Räuber- und Gendarmspiel gewinnt, ist noch völlig unklar. Doch wir können mit Sicherheit sagen, dass die ganze Welt darauf brennt, das Gesicht des Mannes zu sehen, dem es gelungen ist, den Koh-i-Noor zu stehlen. Wer ist er? Wo ist er? Wird man ihn fassen? Es gibt noch keine Antworten, aber die Fahndung läuft. Harleen! Oh, duschst du gerade? Könntest du bitte rausgehen, Oma? Sei still! Ich bitte dich, Oma, geh raus! Still! Ich habe dich von klein auf nackt gesehen, dich gebadet und dir die Windeln gewechselt. Ich bin aber kein Kind mehr, also geh bitte raus. Das glaubst du vielleicht. Und vergiss nicht, dir die Ohren zu waschen. Ist gut jetzt. Hast du das vom Diamanten gehört? Der Koh-i-Noor wurde gestohlen. Gibst du mir bitte mein Handtuch? Oh, das ist so romantisch. Wo findet man heute noch einen Juwelendieb? Ah, Shokumar, Dev Anand. So einen Mann würde ich gern einmal kennenlernen. Einen, der nicht nur Juwelen, sondern auch Herzen stillen kann. Und dann ist er mit meinen Träumen geflohen. Oma, dann setz dich auch bitte in sein Bad. Und jetzt gib mir mein Handtuch. Volk. Und wer uns dieses Juwel zurückbringt, den soll man mit einem Orden auszeichnen. Dem Bharat Ratna, dem Juwel Indiens. Wer immer ihn gestohlen hat, der möge ewig leben. Ach, Oma, du bist total verrückt. Ich wünschte, du kämst mehr nach mir. Du bist nämlich total langweilig. Immer bleibst du nur für dich. Alle anderen Mädchen haben längst einen Freund. Naja, ich hab einfach noch nicht den richtigen gefunden, okay? Du bist viel zu wählerisch, mein Kind. In deinem Alter hatte ich schon 30 oder 40 Liebschaften. Man darf nicht immer so auf die Qualität achten. Ich habe einfach keine Lust auf irgendwelche Geschichten. Was weißt du von der Liebe, mein Kind? Liebe ist, wenn die Zeit und die Wachleute stillstehen. Alles in Zeitlupe abläuft und jemand den Koh-i-Noor stiehlt, den du in deine Brust trägst. Guten Morgen. Wer hat ihn?
Sie haben überall erzählt, dass auf dem Koh-i-Noor... Als sie überall erzählt haben, dass es eine Belohnung gibt, da hat sich nur ein einziger Mann gemeldet. Und über wen? Shoaib. Er sagte, Said hätte ihn geschickt. Wasim kennt ihn auch. Und er hat schon für Saklan gearbeitet. Ist er Inder? Wer sonst sollte eine solche Heldentat vollbringen? Wirst du jetzt patriotisch? Entschuldige, Hamid. Er nimmt Kontakt auf, sobald er wieder in Indien ist. Wie viel? 5 Millionen Dollar. Na gut. Etwa in Cash? Natürlich. Nimm einen Lastwagen. Geht klar. Du Vollidiot. Eröffne ein Nummernkonto auf Mauritius. Überweis das Geld, wenn du den Stein hast. Nein, du bist jetzt still. Geh zur Bank und regel das. Guten Tag, Mann. Danke, Halim. Kein Problem. Hey, Halim. Danke für den Kaffee. Gern geschehen. Hallo, Bank of Shimla? Ja, ich verbinde. Hallo. Bank of Shimla. Verzeihung. Was kann ich für Sie tun? Ich suche das Büro des stellvertretenden Direktors. Das dritte Büro rechts den Gang runter. Aber er hat gekündigt in dem... Büro ist niemand. Ab jetzt schon. Ach ja? Nämlich ich, Karan Saxena. Die Bank of Shimla hat ihren jüngsten stellvertretenden Direktor. Die Bank gehört ja auch meinem Onkel. Oh, verzeihen Sie, Sir. Kein Problem. Und Sie sind? Harleen Sani. Oh, verheiratet? Nein. Liiert? Nein. Das wäre auch völlig unerheblich. Kommen Sie in mein Büro, wir diskutieren die Finanzstrategie. Strategie? Aber ich bin nur die Empfangsdame. Oh, wollen Sie das ewig machen? Zur Finanzstrategie gehört auch, die richtigen Leute zu kennen. Verstehen Sie, Schätzchen? Sagen Sie mir, wenn Sie sich verbessern wollen. Alles klar? Schon wieder allein mit einem Eis zu Hause? Während all deine Freundinnen mit dem Mann ihrer Träume zum Candlelight-Dinner verabredet sind? Aber keine Sorge, denn auch dein Leben wird sich schon sehr bald ändern. Mit TrueLove.com. Mit Hilfe unserer Website wartet auf dich ein aufregendes und romantisches neues Leben.
Worauf wartest du noch? Einfach anmelden auf truelove.com. Denn sonst bleibt dein Leben vielleicht so kalt wie dieser Becher Eiscreme, den du gerade einsam auf deinem Bett löffelst. Freunde, nach 30 Berufsjahren geht Mrs. Charmin Kapadia heute in den verdienten Ruhestand. Miss. Hä? Miss Kapadia. Wer ist das? Das bin ich. Wie, Sie sind nicht verheiratet? Wow. Wann hätte sie auch jemanden heiraten sollen? Die Frau hat doch ihr ganzes Leben in der Bank verbracht. Nicht einen Tag freigenommen in all den Jahren. Weder einen Tag zu spät gekommen, noch einen Tag früher gegangen. Immer allein geblieben. Und das wird sie wohl auch für den Rest ihres Lebens bleiben. Willkommen bei True Love. Wir suchen nach ihrem perfekten Partner. Sind wir hier richtig? Wenn in dem Koffer das ist, was ich denke, dann bin ich der Mann, den du suchst. Hier ist Abdul mit ihrer Bestellung. 4-mal Lamm, 2-mal Sikh-Kebab, 2-mal Halim. 4-mal Naan und das Beste, Firni. Wolltest du das essen? Hey, Abdul, du bedienst schon wieder den falschen Tisch. Das ist die Bestellung für Tisch Nummer 7. Daran ist menschlich, oder nicht? Verzeihung. Kölnanda, lang lebe Indien. Lang lebe Indien. Richard Parker vom MI6. Sie haben ein Geschenk für mein Land? Das haben wir. Folgen Sie mir. Wo haben Sie ihn verhaftet? Am Flughafen Heathrow. Er reiste mit falschen Papieren. Omar Zafar. Indiens meistgesuchter Verbrecher. Wir verfolgen ihn schon seit Jahren. Was wollte Omar in London? Angeblich wollte er sich eine Insel kaufen, die vor der russischen Küste liegt. Im Terrorismusgeschäft gibt es wohl keine Finanzkrise. Hallo? Viren? Ja, Mutter?
Bist du gut angekommen? Ich rufe dich später zurück, einverstanden? Geht es dir gut? Ja, ja. Alles in Ordnung. Trägst du den Pullover? Ja, aber natürlich trage ich ihn. Von wegen. Woher willst du das denn wissen? Weil ich euch beide sehr gut kenne. Ich melde mich später. Bis dann. Oh. Willkommen, Colonel Nanda. Sie haben sich so sehr bemüht, mich zu finden. Ich würde ja gern vor Ihnen salutieren, aber ich kann gerade nicht. Die Pizza wird sonst kalt. Außerdem bin ich etwas erschöpft. Möchten Sie ein Stück? Iss ruhig auf. Denn deine nächste Pizza wirst du in Delhi im Gefängnis bekommen. Als deine Henkersmahlzeit. Eine große mit extra viel Käse. Oh. Wachen Sie auf, Colonel. Wir sind hier nämlich nicht in Delhi. Das hier ist London. Verraten Sie mir etwas. Sagen Sie mir, wie viele Gefangene London nach Indien ausgeliefert hat. Na? Nicht mal einen. Es wird gerade ein neues Auslieferungsabkommen unterzeichnet. Jeder Gefangene wird innerhalb von 72 Stunden ohne Möglichkeit zum Widerspruch in sein Herkunftsland ausgeliefert. Du wirst dich schon bald vor einem indischen Gericht verantworten. Und vor diesem Gericht wirst du um Gnade flehen, Safa. Na und? Was dann? Hier. Das Stück ist für den Staatsanwalt. Das ist für den Richter. Und das für die Polizei und die Politiker. Ihr Land ist sehr hungrig, Colonel. Korruption gibt es überall. Und überall gibt es jemanden, der seine Hand aufhält. Und einige eurer, ach so sauberen Politiker, ziehen ihre weiße Weste aus, um nackt für uns zu tanzen, wenn wir es wollen. Und was sind Sie, Colonel? Sind Sie so korrupt wie die? Oder ein braves Hündchen? Das Männchen macht und nach ihrer Pfeife tanzt. Zutritt gewährt. Hast du einen letzten Wunsch? Eine große Pizza mit extra Käse vielleicht? Denn du hast keine 30 Minuten mehr zu leben. Der Countdown zu deinem Tod hat nämlich gerade begonnen. Wer seinem Land dient, für den beginnt dieser Countdown schon mit seinem allerersten Atemzug.
Du hast schon so viele Leben ausgelöscht. Aber sieh mir in die Augen. Du wirst in ihnen weder Furcht noch Trauer finden. Nein, du findest Stolz. In diesen Augen siehst du schon bald, sehr bald deinen eigenen Tod. Wenn du abdrückst, beginnt auch dein Countdown. 10, 9, 8, 0. Hast du noch ein paar letzte Worte für deine Mutter? Hallo, ich wollte dir noch sagen. Es gibt ein neues Auslieferungsabkommen. Ja, das stimmt. Wenn dieses Auslieferungsabkommen in Kraft tritt, ist keiner unserer Männer mehr sicher. Es tritt nicht in Kraft. Es gibt eine offene Wunde, die nie verheilt ist. Und die wird es verhindern. Der Kohinur. Den Kohinur zu stehlen ist aber unmöglich. Nun, dann mach es möglich. Ich will den Kohinur. Und es muss ein Inder sein, der ihn für mich entwendet. Es gibt 1,2 Milliarden Inder. Einer von ihnen wird es schon schaffen, ihn zu stehlen. Finde ihn. Gerade wurde offiziell bestätigt, dass der Kohinoor-Diamant aus dem Londoner Tower gestohlen wurde. Wie konnte es geschehen, dass der Kohinoor-Diamant trotz höchster Sicherheitsvorkehrungen aus dem Tower gestohlen werden konnte?
Man spricht von einem möglichen Sicherheitsfleck im Tower von London. Der britische Geheimdienst MI6 hat diese Gerüchte umgehend dementiert. Bei einer Inspektion der Kronjuwelen stellte man fest, dass nur der Koh-i-Noor fehlt. Zurzeit werden die Aufzeichnungen von über 500 Überwachungskameras ausgewertet, von denen man ein sich Diamant Informationen mit Geschichte. Zum Tag der Gange Sehen auf. Sie nun unseren Bericht zur Vergangenheit des Koh-i-Noor. Man nimmt an, dass der Koh-i-Noor in Tamil Nadu entdeckt wurde. Man brachte ihn nach Delhi und dort schmückte er die Kronen der Rajputen, der Mogulkaiser, der Afschariden, der Durrani und der Sikhs. Als die Briten über Indien herrschten und Königin Victoria sich zur Kaiserin von Indien erklärte, wurde der einzigartige Koh-i-Noor gegen den Widerstand Indiens nach England gebracht. Wir bitten, die Störung zu entschuldigen. Ein noch nicht identifizierter Mann ist in den Tower von London eingedrungen. Fragt man sich überall, wie das ist. Es gibt keine Fingerabdrücke oder Aufnahmen. Man muss wohl von einem Meisterdieb sprechen. Man wird den Dieb in Indien als Helden feiern. Wer ist dieser Mann? Der unsichtbare Dieb, der Koh-i-Noor-Räuber. Dies sind einige der Namen, die bereits kursieren. Wer ist er? Der Mann hinter dem größten Raub aller Zeiten. Wer dieses Räuber- und Gendarmspiel gewinnt, ist noch völlig unklar. Doch wir können mit Sicherheit sagen, dass die ganze Welt darauf brennt, das Gesicht des Mannes zu sehen, dem es gelungen ist, den Koh-i-Noor zu stehlen. Wer ist er? Wo ist er? Wird man ihn fassen? Es gibt noch keine Antworten, aber die Fahndung läuft. Harleen! Oh, duschst du gerade? Könntest du bitte rausgehen, Oma? Sei still! Ich bitte dich, Oma, geh raus! Still! Ich habe dich von klein auf nackt gesehen, dich gebadet und dir die Windeln gewechselt. Ich bin aber kein Kind mehr, also geh bitte raus. Das glaubst du vielleicht. Und vergiss nicht, dir die Ohren zu waschen. Ist gut jetzt. Hast du das vom Diamanten gehört? Der Koh-i-Noor wurde gestohlen. Gibst du mir bitte mein Handtuch? Oh, das ist so romantisch. Wo findet man heute noch einen Juwelendieb? Ah, Shokumar, Devanand. So einen Mann würde ich gern einmal kennenlernen. Einen, der nicht nur Juwelen, sondern auch Herzen stillen kann. Und dann ist er mit meinen Träumen geflohen. Oma, dann setz dich auch bitte in sein Bad. Und jetzt gib mir mein Handtuch. Dieses Juwel zurückbringt, den soll man mit einem Orden auszeichnen. Dem Bharat Ratna, dem Juwel Indiens. Wer immer ihn gestohlen hat, der möge ewig leben. Ach, Oma, du bist total verrückt. Ich wünschte, du kämst mehr nach mir. Du bist nämlich total langweilig. Immer bleibst du nur für dich. Alle anderen Mädchen haben längst einen Freund. Naja, ich hab einfach noch nicht den richtigen gefunden, okay? Du bist viel zu wählerisch, mein Kind. In deinem Alter hatte ich schon 30 oder 40 Liebschaften. Man darf nicht immer so auf die Qualität achten. Ich habe einfach keine Lust auf irgendwelche Geschichten. Was weißt du von der Liebe, mein Kind?
Liebe ist, wenn die Zeit und die Wachleute stillstehen. Alles in Zeitlupe abläuft und jemand den Quinur stiehlt, den du in deiner Brust trägst. Guten Morgen. Wer hat ihn? Sie haben überall erzählt, dass auf dem Koh-i-Noor... Als sie überall erzählt haben, dass es eine Belohnung gibt, da hat sich nur ein einziger Mann gemeldet. Und über wen? Shoaib. Er sagte, Said hätte ihn geschickt. Wasim kennt ihn auch. Und er hat schon für Saklan gearbeitet. Ist er Inder? Wer sonst sollte eine solche Heldentat vollbringen? Wirst du jetzt patriotisch? Entschuldige, Hamid. Er nimmt Kontakt auf, sobald er wieder in Indien ist. Wie viel? 5 Millionen Dollar. Na gut. Etwa in Cash? Natürlich. Nimm einen Lastwagen. Geht klar. Du Vollidiot. Eröffne ein Nummernkonto auf Mauritius. Überweis das Geld, wenn du den Stein hast. Nein, du bist jetzt still. Geh zur Bank und regel das. Guten Tag, Ma'am. Danke, Halim. Kein Problem. Hey, Halim. Danke für den Kaffee. Gern geschehen. Hallo, Bank of Shimla? Ja, ich verbinde. Hallo. Bank of Shimla. Verzeihung. Was kann ich für Sie tun? Ich suche das Büro des stellvertretenden Direktors. Das dritte Büro rechts den Gang runter. Aber er hat gekündigt in dem... Büro ist niemand. Ab jetzt schon. Ach ja? Nämlich ich, Karan Saxena. Die Bank of Shimla hat ihren jüngsten stellvertretenden Direktor. Die Bank gehört ja auch meinem Onkel. Oh, verzeihen Sie, Sir. Kein Problem. Und Sie sind? Harleen Sani. Oh, verheiratet? Nein. Liiert? Nein. Das wäre auch völlig unerheblich. Kommen Sie in mein Büro, wir diskutieren die Finanzstrategie. Strategie? Aber ich bin nur die Empfangsdame. Oh, wollen Sie das ewig machen? Zur Finanzstrategie gehört auch, die richtigen Leute zu kennen. Verstehen Sie, Schätzchen? Sagen Sie mir, wenn Sie sich verbessern wollen.
Alles klar? Schon wieder allein mit einem Eis zu Hause? Während all deine Freundinnen mit dem Mann ihrer Träume zum Candlelight-Dinner verabredet sind? Aber keine Sorge, denn auch dein Leben wird sich schon sehr bald ändern. Mit TrueLove.com. Mit Hilfe unserer Website wartet auf dich ein aufregendes und romantisches neues Leben. Worauf wartest du noch? Einfach anmelden auf TrueLove.com. Denn sonst bleibt dein Leben vielleicht so kalt wie dieser Becher Eiscreme, den du gerade einsam auf deinem Bett löffelst. Freunde, nach 30 Berufsjahren geht Mrs. Charmin Kapadia heute in den verdienten Ruhestand. Miss. Hä? Miss Kapadia. Wer ist das? Das bin ich. Wie, Sie sind nicht verheiratet? Wow. Wann hätte sie auch jemanden heiraten sollen? Die Frau hat doch ihr ganzes Leben in der Bank verbracht. Nicht einen Tag freigenommen in all den Jahren. Weder einen Tag zu spät gekommen, noch einen Tag früher gegangen. Immer allein geblieben. Und das wird sie wohl auch für den Rest ihres Lebens bleiben. Willkommen bei True Love. Wir suchen nach ihrem perfekten Partner. Sind wir hier richtig? Wenn in dem Koffer das ist, was ich denke, dann bin ich der Mann, den du suchst. Hier ist Abdul mit ihrer Bestellung. 4-mal Lamm, 2-mal Sikh-Kebab, 2-mal Halim. 4-mal Naan und das Beste für nie. Wolltest du das essen? Hey, Abdul, du bedienst schon wieder den falschen Tisch. Das ist die Bestellung für Tisch Nummer 7. Irren ist menschlich, oder nicht? Verzeihung.